Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe von Unterwegs in unserer Region. Heute besuchen wir einen Ort im Erzgebirge, in dem Sie drei Museen an einem Tag besuchen können. Wir fahren nach Neuhausen. Kommen Sie doch mit und begleiten Sie uns mit dem Opel Astra Sporttourer. Er ist eines von Opels Hoffnungsträgern, der Astra Sporttourer. Denn 60% aller neuen Astra sollen Kombis sein. Firmen- und Flottenkunden sind besonders im Fokus. Der neueste Kombi von Opel ist vollgepackt mit modernster Technik, ist erstklassig vernetzt und bietet perfekte Sitze. Der Sporttourer ist buchstäblich eine einladende Erscheinung. Das Heck macht von außen betrachtet eine gute Figur und überzeugt außerdem durch Funktionalität. So. Ah, wo steht sie denn? Ah. Verabredet habe ich mich mit Undine Weiß. Ich glaube, das ist sie. Frau Weiser, hallo, grüße Sie. Hallo. Herzlich willkommen in Neuhausen. Grüße Sie. Es freut mich, dass Sie da sind. Hallo. Und ich hoffe, ich kann Ihnen ein bisschen was zeigen von unserem Neuhausen. Ich habe anmoderiert, dass wir heute drei Museen besuchen können hier in Neuhausen. Welche Museen sind denn das? Das stimmt. Und zwar würden wir beginnen mit dem Glashüttenmuseum. Und dann haben wir noch das Nussknackermuseum zu bieten. Und am Nussknackermuseum das Technische Museum Alte Stuhlfabrik. Aber es gibt noch viel mehr hier in Neuhausen. Es gibt definitiv noch ganz viel mehr hier in Neuhausen. Das schauen wir uns auch an. Also als erstes zum Glashüttenmuseum. Gut, dann geht's los. Ja. So, da wären wir schon am Glashüttenmuseum. Ne? Aha. Das Glashüttenmuseum liegt ja in unmittelbarer Nähe zum Schloss Porchenstein. Was zeigen Sie denn hier in dem Glashüttenmuseum? In unserem Glashüttenmuseum können Sie Geschichte, über 800-jährige Geschichte der Glasproduktion im Erzgebirge erkennen, erleben, entdecken. Die Glasproduktion im Erzgebirge ist eine Grundlage der Spielwarenhersteller. Mhm. Sehr interessant zu sehen. Seit wann gibt es dieses Museum hier in Neuhausen? Das Glashüttenmuseum gibt es seit 1996 und Sie können hier Zeitzeugen der sächsischen Glasproduktion entdecken, vom Mittelalter bis jetzt. Regelmäßig findet hier auch das Schauglasblasen statt. Wir haben einem Glasbläser aus Lauscha mal über die Schulter geschaut. Reissand und Flüssigglas bei 1200 Grad. So, und wo fahren wir jetzt hin? Jetzt würde ich vorschlagen, wir fahren ins Nussknackermuseum und ins Technische Museum Alte Stuhlfabrik. Gut, dann fahren wir. Jetzt sind wir hier am Nussknackermuseum. Da haben wir einen neuen Ansprechpartner. Herr Löschner, ich grüße Sie. Ja, hallo, grüß Sie. Hallo. Herr Löschner, der Herr der Nussknacker, auch der Herr über den größten Nussknacker. Wer hat ihn gebaut? Ja, wir haben ihn selber gebaut. In ungefähr 1200 Stunden haben wir den hergestellt, ist aber mittlerweile nicht mehr der größte. Wir haben also noch mal eins draufgesetzt und seit 2008 gibt es hier noch einen größeren, der fast doppelt so groß ist wie der, 10,10 Meter. Wo steht der? Der steht im hinteren Hofbereich, da gehen wir gleich mal hin. Herr Löschner, Nussknackermuseum, wie viele Nussknacker kann man denn hier anschauen? Also knapp 6000 Stück. 6000? Im Museum ausgestellt. Aha. Und sind aus 4 Jahrhunderten, aus über 30 Nationen, also überall, wo es Nüsse gibt, da gibt es natürlich auch Nussknacker und so haben wir weltweit Nussknacker zusammengetragen. Das sammeln wir seit 1966 und haben das dann mit 1990 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und als Museum dann eingerichtet, 1994. Jetzt sind wir auf dem Weg zum größten Nussknacker. Was ist denn der kleinste Nussknacker, den Sie haben? Der kleinste Nussknacker bei uns, den können wir natürlich nicht rausstellen. Da steht in einer kleinen Wandvitrine, der ist nur 4,9 mm groß. Was? Also ein knapper halber Zentimeter. Man könnte damit auch Nüsse knacken. Beweglich, funktionstüchtig ist er, wie die anderen natürlich auch. Wow, und wie groß ist er? 10 Meter? 10,10 Meter. Das ist der große, jawohl. Insgesamt, wie groß? 10,10 Meter. Amtlich gemessen, hoffentlich. Amtlich gemessen, jawohl. Und auch im Guinness Buch der Rekorde eingetragen. Aha. Jetzt lese ich gerade Alte Stuhlfabrik. Das ist dann, Frau Weise, für uns das nächste Museum, was wir mal anschauen. Genau. Das Technische Museum Alte Stuhlfabrik. Also Herr Löchner, das sieht wirklich aus, als würde die Zeit hier stehen geblieben sein. So war eigentlich der Grundgedanke des Museums. Es sollte noch ein bisschen aussehen, als würden die Leute noch mal auf Arbeit kommen. Das heißt, das war früher auch schon eine Stuhlfabrik? Das war eine richtige Stuhlfabrik. Und wir haben das nach 7 Jahren Leerstand gekauft, haben das um und ausgebaut und sozusagen diesen Produktionsablauf dargestellt, vom Brett bis zum Stuhl in 2 Etagen. Und dann ist durch unsere Sammelwut, wie bei den Nussknackern,
ist dann noch eine Möbelausstellung dazugekommen. Wir haben verschiedene Zimmer oben zusammengestellt von den 30er Jahren bis in die 80er Jahre. Könnte man theoretisch alles wieder anwerfen und nochmal neu produzieren? Sind die Maschinen tatsächlich funktionstüchtig? Die Maschinen sind funktionstüchtig. Man könnte das ein oder andere in Betrieb setzen. Wir machen das zweimal im Jahr, wo wir an verschiedenen Arbeitsplätzen noch arbeiten. Zum traditionellen historischen Handwerk im Oktober. Und dann, wir haben im August noch ein Event, wo wir also speziell nochmal auch dieses traditionelle Handwerk hier im Museum darstellen. Ja, Herr Leuchner, dann vielen Dank für diese tollen Informationen. Bitte schön, hat mich gefreut. Und Frau Weise, jetzt haben wir ja alle drei Museen angeschaut, aber Sie sagen, es gibt noch etwas, was man eigentlich jetzt gerade im Sommer unbedingt mal besuchen sollte. Das wäre? Ist das unser solarbeheiztes Freibad. Das ist ein richtiges kleines Schmuckstück und da würde ich Sie jetzt einladen, mal mit dorthin zu fahren. Okay, das machen wir. Ja, gerade bei solchem Wetter bietet sich das natürlich an. Ich habe gar nicht gewusst, dass Neuhausen so ein wunderschönes Bad hat. Ja, darf ich vorstellen, das ist unser Schwimmmeister, der Udo Kastner. Wie groß ist das? Können Sie zwei, drei Meter dazu sagen? Wir haben jetzt ein 25 Meter Becken mit vier Bahnen. Mhm. Dann sehen Sie eine 49 Meter Rutsche. Es ist eigentlich von jedem was vorhanden. Und wie ist es mit Speisen und Getränken? Das ist auch mal wichtig. Alles, was über Bratwurst, Pommes. Alles, was man braucht für einen schönen sonnigen Tag im Freibad, im Naturfreibad hier in Neuhausen. Genau. 22 Grad Wassertemperatur. Ja, durch die Solarheizung läuft's. Frau Weise, vielen Dank für die vielen Informationen. War ein sehr angenehmer Nachmittag. Ich bringe Sie zurück zum Rathaus jetzt, ja? Wenn Sie noch 5 Minuten Zeit haben, würde ich Ihnen gerne noch was zeigen. Neuhausen ist sehr bekannt für ein richtig gutes Wandergebiet. Wir haben viele schöne, gut gepflegte Wanderwege und tolle Panoramaaussichten. Wohin kann ich denn zum Beispiel von Neuhausen schön wandern? Was würden Sie denn empfehlen? Also die Richtung, aus der wir jetzt gekommen sind, die führt ins Wandergebiet Bad Einsiedel. Mhm. Wir können in Richtung Schwartenberg wandern, den Sie hier um die Ecke sehen. Aha. Die Wanderwege führen nach Seifen, nach Seida, eigentlich in die ganzen umliegenden Orte. Mhm. Und Sie können natürlich auch in Richtung Talsperre Rauschenbach wandern. Ja. Sie hatten vorhin schon gesagt, man kann auch zur Talsperre wandern. Dann ist es ja auch nicht mehr weit bis zum nächsten Museum, oder? Stimmt. In Kemmerswalde, ungefähr 3 Kilometer zu wandern von hier, findet man das Flugzeugmuseum. Dort können Sie eine alte IL-14 angucken oder einen alten Kampfjet. Es ist wirklich ein sehr interessantes Museum. Also wenn Sie wieder mal in Neuhausen sind, dann fahre ich mit Ihnen dorthin. Dann treffen wir uns dort. Unbedingt. Frau Weise, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, Sie kennenzulernen. Mich auch. Es war sehr schön, dass Sie da sind. Und kommen Sie mal wieder zu uns. Gerne. Schöne Woche noch. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Mit 4,70 Meter ist der neue Astra Kombi so groß wie der alte, hat aber mehr Kofferraum und somit 80 Liter mehr als früher, wenn die Lehnen per Fernentriegelung zur ebenen Ladefläche einklappen. Praktisch, wenn die Hände voll sind. Die Kofferraumklappe lässt sich easy mit dem Fuß öffnen und so geht sie auch wieder zu. Der neue Astra ist leichter geworden. Die Gewichtsersparnis beträgt je nach Motor bis zu 190 Kilo. Unser Testwagen hat einen 136 PS Diesel unter der Haube. Die Palette reicht bei den Benzinern von 100 bis 200 PS und bei den Dieselaggregaten von 95 bis 160 PS. Weiterhin an Bord Navi, 2-Zonen-Klimaautomatik, das Info- und Servicesystem OnStar, das zu Recht 4 gelobte LED-Matrixlicht und die besonders empfehlenswerten Ergonomiesitze. Mein Fazit, meine Damen und Herren. Der Opel Astra Sport Tourer ist ein Fahrzeug für alle, die viel Raum und Platz brauchen. Egal ob als Familie oder als Flottenfahrzeug. Fahrtechnisch gibt es überhaupt nichts auszusetzen und vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist Opel sowieso immer ganz weit vorne. Nähere Informationen zum Fahrzeug, vielleicht auch eine Probefahrt, die bekommen Sie beim Verkaufsteam von Opel Metzschke in Freiberg in der Dresdner Straße 48. Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt dabei.